Hier geht es um Menschen, die vernichtet werden. Wir reden hier nicht von irgendeinem Kavaliersdelikt. Wir machen ein bisschen Softpower und dann steuern wir sie dort und dorthin, sondern das, was Sie gesagt haben vorhin, war eindeutig, es geht in Richtung Vernichtung. Und das muss einfach am Tisch sein. Ja? Also offensichtlich sind diese Mechanismen in einer Form im Gange, Transhumanismus und so weiter, die die Spirale immer schneller laufen lassen und die Musterbildung in der Geschichte offensichtlich auch schneller laufen lassen. Also insofern finde ich das sehr wohl angebracht, die Frage nach der Geschichte zu stellen. Und sie nicht... Entschuldigung, und sie nicht schon wieder nicht zu stellen. Weil genau das ist das, ohne da jetzt, weil das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mir wird da schlecht, wenn ich das höre, dann ist das der Mechanismus, der die Aufarbeitung nämlich verhindert. Das ist genau das, was Sie wollen. Das sind die Mechanismen. Wir dürfen darüber nicht reden. Ja, nicht den Vergleich ziehen. Aber die Vergangenheit ist ganz wichtig. Ich meine, nur als Beispiel. Ganz wichtig. Die WHO was meinen Sie jetzt, wenn ich kurz nachfragen darf, was geht in Richtung Vernichtung? Das habe ich noch nicht ganz... Na, ich meine jetzt die Softpower-Techniken, oder? Im Endeffekt geht es doch darum, den Menschen aus dem Menschsein zu bringen und ihn als, ich weiß nicht, wohin zu bringen. Aber mir hat das am Ende, was Sie gesagt haben, das war so dystopisch, dass es im Endeffekt darum ging, die Menschen nicht mehr Mensch sein zu lassen. Und ja. Also die Kriegsführung oder der Kriegsschauplatz. NATO oder was auch immer, Kriege führen. Mensch. Wenn ich das Wort Kriege höre, jetzt haben wir eine neue Art von Kriegen, ja, dort würde ich jetzt sagen, haben wir auch eine neue Art von Vernichtung. Gut, wir führen ja einen Krieg gegen das Klima, was schon sich absurd ist. Und der Krieg ist gegen das Klima, muss man natürlich auch, der bringt natürlich auch Opfer. Und das größte Klimaproblem, was das Narrativ ist, was jetzt durch Softpower uns erklärt wird, ist ja, dass der Mensch das größte Problem beim Klima ist. Das ist das Narrativ. Also muss man die Menschheit reduzieren. Und die WHO, die jetzt empowered werden wird, ja, von den ganzen Mitgliedstaaten, als sozusagen neue Weltregierung, nicht nur in Gesundheitsfragen, sondern auch in Klimafragen, weil das ja ganz eng vernetzt ist. Das sollte man wissen, die hat 1993 ja Versuche unternommen, ja, mit Impfstoffen die Menschheit zu reduzieren. Also in den Ländern haben die getestet, wie man Schwangerschaftsabbrüche durch Impfung erreicht. Das Ganze als Impfung gegen Tetanus. Das ist alles publiziert worden, peer-reviewed 2017. Die Daten sind alle da. Man weiß ganz genau, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln die das versucht haben. Und diese Menschen, die also wirklich Frauen, die gesagt haben, ja, in Ländern des globalen Südens, um es politisch korrekt auszudrücken, wir geben euch jetzt einen Impfstoff gegen Tetanus. Der hat durch die Kombinatorik mit einem Schwangerschaftshormon zur Autoimmunität gegen Schwangerschaftshormon geführt und damit zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und das ist noch nicht vernünftig aufgearbeitet worden. Das interessiert scheinbar niemanden. Aber das zeigt natürlich, dass wenn wir jetzt genügend indoktriniert werden durch die Softpower, ja, genügend indoktriniert werden, dass wir tatsächlich glauben, wir selbst sind das Problem im Klima. Und die WHO sagen kann, ja, wir haben da etwas für euch, dann könnt ihr euch selbst erlösen. Ja, ein Impfstoff, der sozusagen die Menschen dann in eine Situation bringt, wie nicht wie in China, eine Person, ein Kindpolitik. Das wird dann eine Nullkindpolitik sein. Und da habe ich wirklich Angst davor, weil das ist natürlich dann etwas, wo dann auch mentale dann nicht mehr funktionieren kann, denn dann ist ja die Familie zerstört. Ja, gibt's gar keine mehr. Ich würde Herrn Tügel gerne nochmal zum Schluss zu Wort kommen lassen. Ich würde es nochmal aufteilen, vielleicht in diese zwei Punkte. Was läuft eigentlich und wie kommen wir raus? Und was läuft mit der kognitiven Kriegsführung, ist einfach dieser Versuch einer möglichst totalen Kontrolle über die Gedanken, Gefühle und das Verhalten der Menschen. Mit Softpower-Techniken, dann verschwimmt die Grenze zwischen Soft- und Hardpower. Wir haben im Moment die Tendenz, Softpower wird immer härter, Hardpower wird immer softer. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass Sie mit 2G oder 3G regeln, dass man da schon natürlich die Daumenschrauben so ein bisschen angezogen hat. Aber das ist eigentlich, es geht um Macht. Und es geht um möglichst totale Kontrolle der Gedanken und Gefühle. Und natürlich bei dem Thema Klima, da sind wir so ein bisschen wieder in dem Bereich Nudging. Was läuft da? Und was da läuft ist, können Sie nachlesen, das fällt dann so Nebensätzen, wenn Sie empirische Studien sich anschauen. Und ich habe eben in meiner Arbeit dann auch viel mit wissenschaftlichen Studien zu tun. Da wird dann so ein Nebensatz gesagt, natürlich ist es so, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um das Klima zu schützen, dazu führen werden, dass bürgerliche Freiheiten eingeschränkt werden. Und das wird so als Selbstverständlichkeit in einem Nebensatz kommuniziert. Das ist schon erstaunlich. Also diese Tendenz, da denke ich, muss man ein ganz genaues Auge drauf haben. Es gibt ja auch diese Verbindung zwischen
Gesundheit und globaler Gesundheit und Klima, weil man sagt, das ist jetzt alles Global Health. Da ist auch ein Institut gegründet worden für Global Health Behavior. Also dann haben sie diese Mischung aus Verhalten für Gesundheit und für das Klima. Das muss jetzt überwacht werden sozusagen. Und da wird dann auch wieder mit sehr, sehr viel hochprofessioneller psychologischer Forschung gearbeitet. Also die Dinge, die laufen. Und das andere, das wäre jetzt auch eine Antwort auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben, wie kommen wir raus aus der Nummer? Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist wirklich, Sie haben ja vorhin gefragt, was kann ich denn machen, wenn ich mit Fakten nicht weiterkomme? Und dann haben Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Leben schon erlebt, diesen Bestätigungsfehler. Man bietet Fakten an und die Menschen sagen, es interessiert mich aber nicht, ich möchte lieber Tagesschau schauen etc. Und da würde ich halt darauf hinweisen, und das denke ich ist wirklich wichtig, dass es neben dieser Faktenebene, neben der kognitiven Ebene noch die Beziehungsebene gibt. Und wenn wir das schaffen, ich weiß, es sind natürlich durch Missverständnis, durch unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht, das sind Freundschaften zerbrochen, es sind gute Beziehungen kaputt gegangen. Und das, denke ich, wäre wichtig, weil es natürlich die Propaganda immer wieder schafft, diese Sachfragen hochemotional aufzuladen. Wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du etc. Wenn du nicht für dieses Thema bist, für jedes Thema. Wir haben vorher die Spieltische angesprochen. Jeder dieser Spieltische ist hochemotional aufgeladen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir es schaffen, hier diese Emotionalität auch ein Stück weit zu überwinden und zu sagen, vielleicht sind wir bei der einen oder anderen Sachfrage anderer Meinung, aber wir haben uns trotzdem lieb, wir respektieren uns, wir verstehen uns. Und diese Gemeinschaft, die, denke ich, müssen wir wieder stärken. Das wäre sehr wichtig.